Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein Produkt von Genur, um eine Farbspritzpistole HVLP mit 1300 Milliliter Behälter. Wenn dich das interessiert, dann darfst du jetzt nicht abschalten. Ja, nachdem das letzte Video von Genur hier so gut bei euch angekommen ist, es ging dabei um eine Nietzange. Ich verlinke euch das unten nochmal in der Videobeschreibung. Wer es noch nicht gesehen hat, für den ist das vielleicht auch ganz interessant. Wie gesagt, da ist die Firma Genur sehr gut bei euch angekommen. Ich habe da gutes Feedback von euch bekommen. Und was ich bisher so gesehen habe, taugen die Produkte tatsächlich auch etwas. Wir haben das ja hier alles ausprobiert. Was wir nicht ausprobiert hatten, kann ich euch jetzt hier nochmal zeigen. Viele haben sich gefragt, ob diese Nietmutternzange auch für Holz geeignet ist. Ich habe jetzt hier einfach mal in Siebdruckplatte eine Mutter hineingebracht. Das sieht dann so aus. Das heißt, die schließt hier tatsächlich mit der Oberseite auch ab. Aber dadurch, dass ich die eben nicht so richtig verformen kann und dahinter eine Wulst bilden kann, ist das natürlich alles nur begrenzt tauglich. Es funktioniert, wenn ich hier eine 6er Schraube zum Beispiel hineindrehen möchte. Dann habe ich hier sowas wie eine Schraubverbindung. Das Ganze hält auch einiges aus. Ihr seht das, selbst wenn ich jetzt hier seitlich klopfe, kommt diese Mutter hier nicht heraus, aber wenn da richtig Zug drauf kommt natürlich, dann dürfte das logischerweise nicht halten. Es gibt dafür Schlagmuttern und es gibt dafür auch Eindrehmuttern. Ich kann euch sowas unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Die sind sicherlich besser geeignet für Holz. Wenn ihr allerdings irgendwelche Verbindungen schaffen wollt, die jetzt keine große Last halten müssen, dann ist das natürlich ausnahmsweise hier mit dieser Nietmutternzange natürlich auch machbar. So, jetzt kommen wir aber zu dem neuen Produkt hier, das Farbsprühsystem, ein HVLP-Farbsprühsystem. Was bedeutet HVLP? High Volume, Low Pressure. Das heißt, wir arbeiten hier mit sehr viel Luftvolumen und wenig Druck. Das hat dann den Vorteil, dass wenn ich hier sprühe und der Sprühnebel dann auf meine zu lackierende Fläche auftrifft, dann gibt es weniger Farbspritzer. Logischerweise, ihr könnt euch das dann so vorstellen wie bei einem Hochdruckreiniger. Bei einem Hochdruckreiniger kommt auch wenig Wasser raus, aber mit hohem Druck. Und wenn das irgendwo aufprallt, dann spritzt es natürlich extrem. Und wenn ihr jetzt einen Gartenschlauch nehmt und dann eine Tülle drauf macht und das dann breit stellt, also breit gefächert macht, dann kommt da vielleicht viel mehr Wasser raus wie bei einem Hochdruckreiniger. Aber wenn es irgendwo auftrifft, ne, dann läuft das ganz sanft runter, ohne dass es da irgendwelche großen Spritzer gibt. Und genauso kann man sich das bei solchen Farbpistolen hier auch vorstellen. Wenn da der Lack mit wenig Druck auftrifft, dann bleibt er natürlich da, wo ich den hinsprühe und verteilt sich nicht mit irgendwelchen Sprenkeln dann ringsherum. Kosten tut das Ganze hier etwa 35 Euro. Es sind immer ein paar Gutscheine unten drunter verlinkt. Wenn ich jetzt noch einen kriege, dann verlinke ich euch den natürlich auch unten. Ich verlinke euch das Produkt sowieso unten. Also achtet darauf, wenn ihr den bestellt und irgendwo noch ein Gutschein anhakbar ist, dann solltet ihr den auf jeden Fall nutzen. Das hier ist schon die überarbeitete Version der Farbspritzpistole. Die hat einen 1300 Milliliter Becher mit enthalten. Einiges an Zubehör ist auch noch mit enthalten. Das gucken wir uns dann gleich mal ganz genau an. Und wir können damit bis zu 800 Milliliter Farbe pro Minute auf unser Material aufbringen. Mit dabei sind Düsen 1 mm, 1,8 mm, 2,6 mm und 3 mm. Wir können es mal auspacken und mal genau reingucken, was alles enthalten ist. Einmal haben wir hier ein paar Filter mit dabei. Ich glaube, das sind 4 Stück, sollten das sein. Damit kann ich die Farbe, die ich verarbeiten möchte, wenn das jetzt Wandfarbe sein sollte oder wenn das irgendwelche Lacke sind, die vielleicht schon ein bisschen länger gestanden haben, dann filtere ich das Ganze hier einmal durch und dann werden natürlich grobe Schmutzpartikel etc. werden dann ausgefiltert, sodass unsere Düse dann vom Gerät nicht verstopft. Also das ist schon ganz hilfreich. Auch solche Sachen könnt ihr natürlich nachkaufen. Wenn ich das finde, verlinke ich euch das unten natürlich auch in der Videobeschreibung. Dann haben wir hier eine Garantiekarte und natürlich eine sehr umfangreiche Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung auch mehrsprachig gehalten. Können wir gleich nochmal reingucken. Dann das Farbsprühsystem selbst sieht so aus. Das heißt, wir haben hier einmal den Becher unten, den wir dann jederzeit auch abschrauben können. Und das ist natürlich unser Vorderteil mit den Spritzdüsen vorne drauf. Das sieht dann so aus. Und wir haben das Hauptgerät, das stromführende Gerät. Ihr seht, hier unten ist ein Kabel dran. Und wir können das Gerät dann natürlich jederzeit entkoppeln und koppeln. Und das ist natürlich auch super, wenn man das Ganze hier sauber machen möchte. Das heißt, wir können das in 2 Teile nehmen. Das können wir bei den ganz günstigen Systemen natürlich nicht und können dann hier prima das Ganze reinigen. So, komplett aufgebaut sieht das Gerät dann so aus.
Das heißt, wie gesagt, ihr habt hier zwei Teile. Wenn ihr die Teile wieder trennen wollt zum Saubermachen, drückt ihr einfach auf den Knopf und ihr könnt das ganze Teil hier vorne einfach abziehen. Es ist noch eine kleine Bürste mit dabei. Da könnt ihr dann zum einen hier unten, ich zeige es euch mal, in dem Behälter ist ein kleiner Saugrüssel drin. Den könnt ihr dann damit reinigen. Gleich nochmal einen Trick hier verraten zu diesem Saugrüssel. Viele fragen sich vielleicht, warum ist der hier abgeknickt? Das kann ich euch verraten. Stellt euch jetzt mal vor, ihr wollt auf diese Art und Weise irgendetwas lackieren. Dann sammelt sich natürlich der Restfarbe hier unten drin. Und dadurch, dass unser Rohr dann natürlich hier vorne in diese Richtung abgeknickt ist, könnt ihr mehr Farbe einsaugen, als wenn das hier gerade nur runtergehen würde. Ansonsten würde natürlich hier immer wesentlich mehr Farbe in dem Behälter verbleiben. Und deswegen ist dieses kleine Röhrchen abgeknickt. Ihr könnt das natürlich auch andersrum drehen. Und dann zeigt es natürlich hier in den hinteren Bereich von dem Behälter. Was können wir dann damit machen? Ich schraube es mal wieder zusammen. Dann können wir den Behälter natürlich nach oben neigen, beziehungsweise so schräg neigen, also nach oben hinspritzen, wenn wir irgendetwas so lackieren wollen. Dann ist das natürlich das gleiche, wie als wenn das hier vorne ist. Jetzt hängt er hier hinten und dann sorgt er natürlich die Farbe, die sich dann aufgrund der Schieflage hier dann sammelt, dann dort hinaus. Stecken wir es mal wieder zusammen. Das geht ganz einfach, indem wir einfach das einmal einrasten lassen und schon ist das Gerät betriebsbereit. Ihr habt hier die Möglichkeit, nochmal den Fluss etwas zu steuern. Das heißt, wir haben hier so ein kleines Rändelrad. Das können wir dann herausdrehen. Da ist eine kleine Feder auch noch mit drauf. Und dadurch wird natürlich dieser Weg hier begrenzt. Und dadurch können wir dann nochmal so ein bisschen den Luftstrom hier etwas steuern. Was ihr natürlich auch machen könnt, hier vorne bei der Düse. Jetzt habe ich die 1,8er Düse drauf. Wie gesagt, 4 Düsen im Lieferumfang da mit dabei. Wir können den Strahl auch umstellen. Das heißt, wir haben hier noch so eine kleine Markierung drauf. Hier haben wir einmal einen breiten Strahl. Wenn das hier steht, dann können wir das Ganze hier so ein bisschen weiter drehen. Dann haben wir einen Punktstrahl. Wenn wir das Ganze nochmal weiter drehen, dann haben wir hier nochmal einen Flachstrahl, allerdings in die andere Richtung. Ich zeige euch das nochmal in der Bedienungsanleitung. So sieht das Ganze dann aus. Und je nachdem, in welche Richtung ihr lackieren wollt, könnt ihr dann den Strahl entsprechend auch einstellen. Das Gerät arbeitet mit 400 Watt an Power. Und wenn wir hier mal in die technischen Daten schauen, dann sieht das Ganze so aus. Dort sind auch die Düsen aufgelistet. 1 mm, 1,8, 2,6 und 3 mm. Und ihr seht daneben, welchen Farbausstoß wir mit welcher Düse dann auch generieren können. Das geht, wie gesagt, bis zu 800 Milliliter pro Minute. Hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, was ihr damit für Farbe versprühen wollt. Ihr könnt die Viskosität vorher dann prüfen mit dem beigelegten Viskositätsmessbecher. Der sieht dann so aus. Da könnt ihr dann die Farbe, die Flusseigenschaften direkt einstellen. Und wenn das alles vernünftig eingestellt ist, dann könnt ihr die Farbe natürlich damit auch versprühen. Ihr könnt das auch für Wandfarbe nutzen. Allerdings sagt der Hersteller dazu, ihr sollt damit nur kleinere Flächen sprühen. Wer jetzt einen ganzen Raum damit sprühen will, der ist hier mit dem Gerät nicht richtig ausgestattet. Da gibt es andere Geräte für. Aber wenn ihr nur mal ein bisschen Farbe an die Wand bringen wollt, weil ihr irgendwo etwas ausbessern möchtet oder sowas mit weißer Farbe, könnt ihr das dann machen. Die müsst ihr dann natürlich entsprechend verdünnen, sodass die hier natürlich ohne Probleme Durchfluss hat. Ihr könnt das natürlich vorher alles probieren, müsst ihr darauf achten, dass die Farbe auch wasserverdünnbar ist und aufgrund dessen, dass ihr das hier alles prima auseinander wollen könnt, ich kann euch das hier vorne an der Spitze nochmal zeigen, wie man die Düse hier herausnimmt. Das ist dann ganz einfach gemacht, indem ihr die hier einfach herausnimmt, eine neue Düse einsetzt. Ihr seht auch, wie die Düse hier abgesperrt wird. Von hinten presst sich dann einfach so ein Dorn mit rein. Dadurch wird das Ganze dann natürlich abgesperrt. Und das könnt ihr, wie gesagt, mit dem Drehregler hier alles noch so ein bisschen regulieren. Jetzt wollen wir das Ganze mal wieder zusammensetzen. Das mache ich einfach mal so. Dann schrauben wir das hier auf. Und schon ist das Ganze wieder montiert. Wie gesagt, ihr könnt hier vorne ganz einfach das in der Sprührichtung nochmal verändern. Aber wer schon mal irgendwie was lackiert hat und Lackierpistole benutzt hat, der wird das sicherlich wissen. Ja, wer sich jetzt fragt, naja gut, bei Farbarbeiten ist es ja immer so ein bisschen Farbe, kommt immer in die Luft, der Motor saugt das ja sicherlich ein, ja, dem ist das so, hier hinten sind dann solche Lufteinlassschlitze, wenn wir das Ganze hier aufmachen, wenn wir das Ganze dann hier öffnen wollen, sehen wir auch nochmal, dass hier ein kleiner Luftfilter verbaut ist, das ist einfach hier nur so ein Schaumstoff, da könnt ihr euch einfach ein Stück Schaumstoff zuschneiden, wenn der mal zugesetzt sein sollte und dann könnt ihr den hier auswechseln und wieder zumachen und schon wird die Luft hier wieder gefiltert, bevor sich das dann alles, also der Farbnebel, dann innerhalb des Motors absetzen würde.
Grundsätzlich liegt die Pistole sehr gut in der Hand. Ihr seht, die Griffe sind hier komplett gummiert an den Vorder- und an den Hinterseiten. Auch die Auflagefläche ist hier nochmal gummiert, sodass wir hier weniger Vibrationen natürlich spüren. Und wenn wir dann damit arbeiten, ihr hört das von der Lautstärke, ist das hier alles wirklich im Rahmen. Und ihr seht auch, die Pistole steht auch. Da hat man auch dann gedacht, dass man hier nicht den Behälter etwas größer gemacht hat, sodass das dann schief gehen würde oder sowas. Oder gar hier hinten das Ganze. Nein, nein, man hat das alles eben hier produziert, sodass man die Pistole hier auch hervorragend abstellen kann. Ja, ich hätte euch das jetzt gerne gezeigt, wie das mit der Viskositätsbestimmung hier alles funktioniert. Da werde ich dann sicherlich nochmal ein extra Video zu machen. Aber ich gehe mal davon aus, weil das jetzt hier ein Prototyp ist, hat man da das Zubehör noch nicht mit zugepackt. Also ich habe die Pistole nur so erhalten. Ansonsten seht ihr hier in der Bedienungsanleitung, das ist sonst alles mit dabei. Wie gesagt, 4 Farbspritzdüsen, dann die Filter, den Viskositätsmessbecher und eine Reinigungsbürste sowie eine Reinigungsnadel. Da könnt ihr dann nichts mit verkehrt machen. Wie gesagt, dazu werde ich dann sicherlich irgendwann nochmal, wird nicht das letzte Farbspritzsystem hier sein, werde ich dann dazu nochmal ein Video machen. Wir probieren es jetzt einfach mal mit Wandfarbe aus, ob das alles funktioniert. Die werde ich ein bisschen verdünnen mit Wasser und dann probieren wir mal aus, wie sich das Ganze spritzen lässt. Ja, bevor wir das jedoch machen, kann ich euch hier nochmal etwas anderes zeigen. Die Firma Snagger Germany hat an mich gedacht, hat mir 2 Snagger zur Verfügung gestellt. Was ist ein Snagger? Ein Snagger beinhaltet in der Regel Süßigkeiten. Ihr könnt dann natürlich auch Nüsse oder sonst irgendetwas einfüllen. Hier sind zum Beispiel diese überzogenen Nüsse drin. Die habe ich hier einmal reingepackt. Warum macht man das Ganze einmal, wenn ihr in einer Werkstatt arbeitet, wo viel mit Öl hantiert wird oder ihr ölige Finger habt etc., dann wollt ihr natürlich nicht, wenn ihr nebenbei irgendwie was naschen wollt, dann immer in die Schale greifen und das Öl natürlich dann mit runterschlucken, weil das setzt sich ja dann natürlich auf den Lebensmitteln auch ab. Dafür ist das natürlich geeignet, dass wir hier das einmal in so einem verschlossenen Behälter haben. Zum anderen ist es natürlich auch so, wenn wir hier beispielsweise Erdnüsse oder sowas drin haben, die sind natürlich schmierig und salzig etc. Und wenn ihr in einer Holzwerkstatt unterwegs seid, dann wollen wir das natürlich nicht an unserem Werkstück haben. Da müssen die Finger dann natürlich reinbleiben. Und um das alles zu umgehen, hat Snagger hier solche Becher entwickelt. Die funktionieren wie folgt. Man drückt hier oben einmal drauf und dann kommt hier eine Portion von Süßigkeiten heraus. Das Ganze funktioniert natürlich hier auch mit einer Art Gummibärchen. Die sind jetzt vielleicht ein bisschen zu groß dafür, aber prinzipiell funktioniert das. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr haltet das einfach über euren Mund und ihr könnt euch dann jederzeit hier eine Portion einfach so in den Mund fallen lassen. Das ist dann auch begrenzt. Ihr seht dann, wenn ich das hier schüttel, dann kommt das raus. Ich zeige euch das mal, wie das innen aussieht. Und zwar, wenn ich das Ganze hier auskippe, dann seht ihr hier innen drin, gehen da solche kleinen Wände hoch und die blockieren dann natürlich den Fluss. Das heißt, hier kommt immer nur eine gewisse Portion an Süßigkeiten heraus, sodass ihr das natürlich dann gleich prima wegnaschen könnt. Das nur mal am Rande. Vielen Dank an Snagger, dass ihr mir das zugeschickt habt. Wen es interessiert, ich verlinke euch die Becher natürlich unten in der Videobeschreibung. Kleiner Rabattcode ist auch noch mit dabei. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem Farbsprühsystem. So, schau mal, ich habe jetzt hier ganz normale Wandfarbe eingefüllt, die natürlich recht stark verdünnt. Aber ich habe jetzt hier schon mal einen Spritzversuch hier unternommen. Ihr seht, das funktioniert also. Wie gesagt, Wandfarbe nicht unbedingt in riesengroßen Räumen verwenden oder großen Wandflächen, sondern nur so kleine Ausbesserungsflächen damit machen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Steht aber extra explizit in der Bedienungsanleitung mit dabei. Ansonsten könnt ihr damit natürlich Lasuren und normale Lacke, aber auch Isoliergründe und Haftgründe etc. alles mit auftragen. So, dann gucken wir jetzt mal, wie sich das hier sprühen lässt. Wir können den Farbfluss hier natürlich noch ein bisschen steigern, indem wir die Schraube dann hier so ein bisschen wieder reindrehen. Ihr seht, das ist schon eine ganz saubere Sache. Und wir gucken mal vorne drauf, da tropft auch nichts raus. Ihr seht, das ist alles völlig sauber hier. Auch aus dem Becher selbst tropft nichts raus. Ihr solltet den Becher natürlich nach getaner Arbeit dann gründlich reinigen. Aber ihr seht, sowas funktioniert. Und das war natürlich eure Hauptfrage. Kann man mit solchen Farbsprühsystemen überhaupt Wandfarbe sprühen? Und ihr seht, das Wandfarbe ist so ziemlich das dickste Material, was wir hier sprühen können.
und das hat hier tadellos funktioniert, auch wenn das hier nur auf Pappe ist. Ihr solltet mit dem Gerät immer ungefähr 30 cm Abstand zur Wand bzw. zu dem Werkstück halten, was ihr besprühen möchtet. Und ihr seht schon, dadurch, dass das hier High Volume, Low Pressure ist, kommen hier keine Farbspritzer zurück und setzen sich hier auf dem Gerät ab. Also von außen ist das Gerät hier prima sauber geblieben. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Gerät hier haltet, was ihr davon denkt, ob ihr vielleicht in Erwägung zieht, euch so ein Gerät zuzulegen. Tipps und Tricks könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video hier gefallen hat, wenn es euch ein bisschen weitergebracht hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.